Algen können in der Zukunft eine wichtige Nährstoffquelle für die Menschen sein. Ihr Potenzial ist enorm, besonders im Hinblick auf neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Was aber haben Algen, ein gesundes Gehirn und Wale miteinander zu tun? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Heidi Wichmann. Heidi, schön, dass du da bist. Hallo. Erzähl uns doch ganz kurz, was du genau machst. Du bist Wissenschaftlerin, richtig? Genau, also ich bin Neurobiologin, also in der Grundlagenforschung von neurodegenerativen Krankheiten war ich hauptsächlich tätig. Ich habe quasi nach Sachen gesucht, die man später eventuell einsetzen kann in vorklinischen Studien, also auf Zellkultur. Und halt dann geguckt, welche Substanzen schützen die Zellen zum Beispiel oder helfen auch, dass die Zellen sich wieder aufbauen, also regenerieren können. Und bin dann relativ spontan damals an ein Meeresforschungsinstitut gewechselt und bin so in die Welt der Naturstoffe hineingekommen. Also man kann sich vorstellen, 60% der gängigen oder derzeit erhältlichen Medikamente haben ihre Vorbilder in der Natur. Ganz besonders am Land hat man halt da immer ganz viel geforscht, aber auch das Meer gerät immer in den Fokus. Man muss sich das so vorstellen, ein Schwamm zum Beispiel kann nicht wegrennen, der braucht eine Abwehr. Und viele Organismen wie auch Algen und so haben, die haben so eine chemische Abwehr gebildet und halt auch Kommunikationsmoleküle, die reden quasi im Wasser untereinander, also da kann man nicht sprechen, das bringt nicht viel mit dem, sondern die machen es dann halt über diese chemische Abwehr oder die Antibiotika und so. Und diese sind halt auch medizinisch aktiv, das ist halt die Naturstoffforschung und ich bin dann letztendlich, hauptsächlich Antikrebsforschung ist da oder halt auch Viren, also Mittel gegen Viren. Ich habe mich dann halt schnell gefragt, was ist denn mit dem Gehirn? Also ich meine, wir wissen alle, dass das immer mehr wird, auch Krebserkrankungen steigen drastisch an, aber es ist nicht das Einzige. In Amerika haben die neurodegenerativen Erkrankungen halt auch die Krebserkrankungen offensichtlich erhöht und auch immer mehr junge Menschen sind betroffen. Und ich habe mit einer Substanz gearbeitet. Das hat sich einfach ergeben. Das wäre zu viel, das jetzt alles zu erklären. Ein bisschen erzähle ich das in meinem Buch, so mein Aufwachprozess aus den normalen Wissen, was uns in einem Studium halt zugeliefert wird. Und das war einfach enorm. Also ich fand das total interessant und bin so einfach allgemein auf Algen gestoßen und habe dann entdeckt, dass Algen letztendlich entweder Substanzen beinhalten, die wichtig für unser Gehirn und für die Entwicklung des Gehirns sind, oder aber, also zum Beispiel Fette und Mineralstoffe und sowas, und aber dann auch diese Naturstoffe, die individuell je nach Art gebildet werden. Und dass es dort in Asien ganz besonders schon jede Menge Studien gibt, die zeigen, dass die bei neurodegenerativen Erkrankungen, wo verschiedene Krankheitsbilder oder verschiedene Ursachen diskutiert werden, also man weiß das immer noch nicht so ganz genau, aber Algen beinhalten quasi ja für alles etwas, für jede Art und Weise, wie man versucht, dagegen anzugehen. Also da gibt es ja verschiedene Angriffspunkte. Du bist ja nicht nur Wissenschaftlerin und gehst das, ich sag mal jetzt beruflich an, sondern du hast ja auch eine persönliche Geschichte, ne? Du warst ja auch betroffen. Ja. In der eigenen Familie gab es Krebserkrankungen und das hat dich motiviert. Also dein Herz schlägt im Grunde auch, du willst natürlich auch was bewegen in der Welt da draußen. Also ich sag mir halt so, hätte ich das mal vorher gewusst. Und ich meine, das ist jetzt ja, es gibt so viele Studien, die mindestens genauso viel wie das, was uns erzählt wird in der Uni, aber sowas wie Nährstoffmangel oder Auswirkungen von Stress, Nährstoffmangel ist ein physischer Stress, das habe ich nie gelernt. Das habe ich nie gelernt. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich bei einem Professor war, der mir jegliche Freiheit gelassen hat. Und das Internet, du findest alles im Internet. Und mir ist einfach aufgefallen, dass in Deutschland ganz, ganz besonders wenig davon wissen. Also gerade Algen oder auch Nutrazeutika, das einfach mal recherchieren. Im Ausland ist das gang und gäbe. Über einen Zusatz oder Nahrungsergänzung halt, das dürfen die Ärzte in Amerika zum Beispiel auch offiziell nutzen. In Deutschland ist halt schwierig. Du musst halt klinische Studien und alles haben. Ne? Aber das ist halt, ist mir wichtig, dass die Leute das wissen. Und
Darf ich kurz was fragen? Und zwar hast du gerade das Wort Nährstoffmangel verwendet. Da wollen wir kurz bleiben. Mhm. Ich finde das wichtig, dass wir das erörtern, weil bei uns in Deutschland jetzt einfach mal, oder ich sag mal in Europa, würden jetzt die meisten sagen, na ja, der Teller ist voll, ja, ich habe doch alles da, ich lebe gesund. Ess viel Gemüse und Obst. Wie ist denn so der Nährstoffmangel in der Gesellschaft verbreitet? Also die meisten wissen gar nicht, dass wir alle mangelversorgt sind. Das ist leider nun mal Fakt. Also das liegt hauptsächlich, einerseits haben wir, also die Art der Landwirtschaft, die wir betreiben, ist nicht mehr in Ordnung. Also es ist einfach ein Problem, dass stetige Bewirtschaftung, es wird nur mit Gülle gedüngt. Also die Vielfalt des Dungs, den es früher mal gab, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, der Nährstoffzyklus, das ist halt sehr individuell auch von Tierart. Das muss man verstehen. Ne? So, jeder hat so seine Vorlieben. Der eine isst erst dies, der andere. Und dementsprechend variiert auch das, was letztendlich rauskommt. Mhm. Das ist auch genauso wie, wenn ich die Algen kultiviere, je nachdem, was ich denen für Nährstoffmedium gebe, das beeinflusst das, was am Endeffekt dann die Alge produziert oder die Inhaltsstoffe. Und so ist das letztendlich immer. Dieser Mangel ist halt einfach da, dadurch, dass ich glaube, seit den 70er Jahren in etwa wird es zumindest dokumentiert, ist ein massiver Abfall der Vitalstoffe in unseren Lebensmitteln. Du hast lange Transportwege, es kommt aus südlichen Ländern, die werden unreif gepflückt. Es ist total wichtig, dass zum Beispiel auch Obst und also auch Gemüse lange reif bleibt, damit wirklich aus der Erde, worüber wir unsere Nährstoffe kriegen, halt letztendlich auch alles in der Frucht oder wo auch immer drin ist. Und so nehmen wir das auf. Ist es denn deiner Meinung nach wirklich einer der wichtigsten Gründe, warum Krankheiten überhaupt entstehen? Absolut. Absolut, es ist auch ganz logisch. Ich meine, das wird natürlich immer anders gelehrt, aber für mich, was ich selbst auch jetzt erfahren habe, im Umkreis an mir selbst, im näheren Umkreis, Freunde, was auch immer, es ist ein wichtiger Faktor. Mhm. Nicht ausschlaggebend, bei manchen schon, da muss man individuell gucken. Aber man merkt es ja lange nicht, ne? Es ist ja irgendwann erst Tag X, wo man krank ist, aber richtig. Im Grunde geht es darum, dass wir jetzt schon anfangen, darauf zu achten. Und du sagst, die Algen können das im Grunde ein bisschen ausgleichen? Also das Gute an Algen ist, warum ich mich auch entschieden hatte, war damals, ich rede da recht viel über. Und selbst in meinem näheren Umkreis hieß es dann gab es, glaube ich, mal so einen Bericht, Algen seien voll mit Giften und bla bla bla, die sollte man bloß nicht nehmen. Mhm. Woher kommt das Gerücht? Das war von Stiftung Warentest. Und das wurde aber falsch, das war wirklich miserabel recherchiert, muss ich einfach sagen. Und das konnte ich echt nicht mehr ertragen. Und dann habe ich da einfach mal die andere Seite der Medaille beleuchtet. Es stimmt, es gibt gewisse Stoffe, die sollten nicht drin sein und unter einem gewissen Prozentsatz, da ging es um die Mikrozystine, aber die haben zum Beispiel nicht erzählt, dass sie sich auf Studien beruht haben, wo eine Reinsubstanz, also nur das genutzt würde. Ja? Und der Unterschied ist bei solchen Sachen, also wir Forscher, wir wollen immer Reinsubstanzen am liebsten haben, weil du kannst dann sagen, okay, den Effekt, den ich jetzt sehe, den habe ich daher. Und nicht von den 500 anderen, die da noch eventuell drin sind und auch schwanken können. Das ist bei Naturprodukten total normal. Und das machen die halt nicht. Sie sagen halt nur, diese eine Substanz, was richtig ist, die ist giftig. Aber dass zum Beispiel ganz viele andere Substanzen sind, die das aushebeln. Oder, also ich habe das noch genauer in meinem Buch erklärt. Oder das ist auch sowas wie den hormetischen Effekt gibt, wo eine winzige Dosis einen positiven Einfluss auf. Das ist die Frage einfach der Dosis, ne? Richtig, und es stimmt weniger. So einfach nicht. Das ist Panikmache und gerade als DHA, EPA, also sind ja diese Omega-3-Fettsäuren, die wir ja vermeintlich immer über den Fisch kriegen müssen, was die Menschen, ich halte täglich Vorträge über Fischkonsum. Mhm. Alle denken, Fisch sei gesund. Mhm. Schon lange nicht mehr. Das ist ein Quecksilberpaket so und dergleichen. Das heißt, es schadet uns eigentlich, wenn total, wir Fisch essen. Das, also diese Gifte, die wir ja immer mehr ausgesetzt werden. Also wenn du dir vorstellst, seit 1930, also es gibt so eine Datenbank, also mehrere, ja, wo wir dann drauf zurückgreifen können, wo jemand das alles schön dokumentiert. Und da gibt's eine für chemische Substanzen in Amerika und um 1930 war die kommerzielle. Also es gibt auch natürliche Chemikalien, das darf man halt nicht, also die Naturstoffe sind ja letztendlich auch, ne? Ja, ja. So, aber diese kommerzielle Produktion, wie zum Beispiel Pestizide, was ja mit der Industrialisierung angestiegen ist, von 1910 waren das ungefähr 1 Million, also 1 Million Tonnen. Und 2001 waren das schon irgendwie bei 400 Millionen Tonnen. Und wir haben jetzt 2017, ich möchte gar nicht wissen, wie viel das jetzt ist. Und was man nicht weiß, und das
wir pulvern alles raus, aber diese Moleküle, auch wenn sie einzeln vielleicht nicht schädigend sind, reagieren untereinander und kein Mensch weiß, was das bedeutet. Ich habe da häufig mit Chemikern drüber gesprochen und das ist wirklich ein Problem. Und diese Gifte müssen aus dem Körper wieder raus. Also wir müssen uns letztendlich auch entgiften. Ne? Richtig. Also jetzt erstmal. Da sind die Algen halt wieder gut, weil Algen aus meiner Sicht halt, also ich bin totaler Algenfan. Ja, total. Also jeder, ja, offensichtlich. Jeder muss da für sich auch gucken. Was für mich wahr ist, muss es halt nicht für jeden sein. Aber bei Algen ist mir halt einfach aufgefallen, dass die einerseits diese wichtigen Nährstoffe, gerade auch fürs Gehirn, also unsere Hauptfettsäure, ne, des Gehirns, DHA, die finden wir in vielen Algen, die akkumulieren im Fisch und dann denken wir, wir müssen das über Meeresfrüchte nehmen. Und die haben halt aber auch noch Entgiftungseigenschaften. Chlorella, Spirulina sind ja so die gängigen, die man ja mittlerweile überall kriegt. Gerade die sind auch sehr gut beim Entgiften. Aber es gibt noch mehr. Also es gibt die Makroalgen, das sind diese Großalgen, die im Meer wachsen. Und die sind letztendlich bei uns fast gar nicht berücksichtigt. Aber die Asiaten machen es uns doch vor. Richtig, die ernähren sich. Letztendlich in ihrer Küche sind Algen an der Tagesordnung oder Seetang oder was da alles genau. Gibt. Wie sind denn dort jetzt im Vergleich zu uns die Krankheitsbilder oder die sowas wie Parkinson oder Alzheimer, ist das dort genauso hoch? Oder? Nein. Also wenn sie sich noch so ernähren, wenn sie unsere Diät, die westliche, anpassen, dann kriegen die auch die ganzen Krankheiten, da gibt es ganz, ganz viel. Aber also bei diesen Algen, diesen Meeresalgen, ist häufig ein sehr hoher Jodgehalt. Und wir haben ja alle Intus, oh Gott, nicht so viel Jod. Was wir aber alle nicht wissen, ist, dass sich in den letzten Jahrzehnten der Jodmangel auch hier bei uns Deutschen vervielfacht hat. Und die asiatischen Frauen, die Japanerinnen, nehmen zum Beispiel über diese Algen eine 25-fach höhere Menge an als wir. Wir haben eigentlich nur noch Jodsalz als Quelle. Aber das ist häufig auch noch minderwertig. Und dann heißt es ja auch, erst nicht so viel Salz, also nimmst du noch weniger. Und Jod ist sehr, sehr wichtig. Also ich würde jedem auch wirklich sich mal raten lassen, also mal checken zu lassen, wo sind denn eigentlich Mängel? Und auch zu einem Arzt oder einer anderen Fachperson zu gehen, die mich als das sieht, was ich wirklich bin, nämlich einzigartig und hochkomplex. Weil was für dich stimmt, muss für mich nicht stimmen. Es kann sein, dass ich jetzt, weil ich zu viel oder sehr viel Algen gegessen habe, zum Beispiel einen guten Jodlevel habe und bei dir zum Beispiel nicht. Also da muss man dann gucken. Also, kannst du uns kurz erklären, was denn, du hast vorhin was mit dem Gehirn auch gesagt, letztendlich diese neurodegenerative Krankheiten, die haben ja ihren Ursprung, also welcher Stoff ist in den Algen, der mit in unserem Gehirn so arbeitet, dass wir solchen Krankheiten entgegenwirken? Das weiß man halt nicht. Ach so. Okay. Ja, also du kommst halt nie weiter als vorklinische Studien und dann ab hier darf man sowas auch, muss ich klar sagen, darf man nicht behaupten. Also das heißt? Was ich sage ist, dass ich mir sehr sicher bin, dass wenn wir jetzt mal wirklich mit sehr vielen Menschen zusammenarbeiten und das wirklich forcieren würden, dass man da definitiv was finden kann, weil es gibt so viele Berichte und so viele Studien, dass das jetzt wirklich einfach nur nochmal an Menschen kommen muss. Und es gibt halt verschiedene Applikationen, also zum Beispiel, dass man so eine Art Extrakt macht als Konzentrat. Und das ist gerade im Kommen. Also Deutschland ist wirklich massiv hinterher. Im Ausland ist das viel weiter. Aber wir holen langsam mal so ein bisschen auf. Aber das ist schon... Da muss in den Köpfen was passieren, oder? Ich weiß ja, wie ich selber getickt habe, weißt du? Ich habe gesagt, das kann doch nicht helfen. Also dann, aber wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass wir jetzt so einfach da vorankommen. Richtig. Diese Fehlinformation ist einfach da, massiv. Und aber jetzt haben wir das Internet und jeder kann selber gucken. Also ich sage ja mal, Prävention ist das Beste. Ne? Also wenn du eine gute Nährstoffversorgung hast, dann ist das, aber wir wissen ja gar nicht, dass wir mangelversorgt sind, weil wir alle denken, wir ernähren uns so toll und wir essen so viel Früchte oder was weiß ich nicht was. Und was man halt einfach auch ganz deutlich sehen konnte, ist zum Beispiel, dass Alzheimer-Erkrankte total mangelversorgt sind. Was ist klar? Sie essen ja sowieso, ältere Leute hat man ja häufig, dass sie nicht so gerne essen oder auch viel zu wenig trinken. Und je nachdem, was sie gegessen haben, gewisse Gehirnbereiche, die für Lern- und Erinnerung oder auch die mentale Gesundheit, also dass ich geistig da bin, dass die bei zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukten viel kleiner sind und bei den Menschen, die halt viel Gemüse, Obst oder halt auch Fisch dort halt noch gegessen haben, es geht ja um die Fette in erster Linie, wie man wie gesagt auch über Algen bekommen kann,
da ist das halt viel größer und gesünder. Und es werden richtig Entzündungen im Gehirn hervorgerufen durch die Art und Weise, wie ich esse. Und teilweise auch bei Übergewichtigen wirklich gezeigt werden konnte, dass diese Zusatzstoffe die Bereiche im Gehirn stimulieren, manipulieren, wie man es möchte. Und die Menschen dann letztendlich viel mehr essen, obwohl sie gerade satt sind und auch Dinge essen, die sie eigentlich gar nicht mögen. Mhm. So. Also Nahrung hat definitiv einen Einfluss auf alles. Ist ja, ich meine, klar. Ja, wir sind lebende Organismen, ne? So wie alles Bausteine. Andere. Genau. Richtig, richtig. Ja. Aber du hattest vorhin gesagt, eben auch, was die Fische angeht und so, dass da alles, was da drin ist, dass es im Grunde alles nur noch Gift ist für uns. Ja? Wenn die Meere aber schon verdreckt sind, ich sag mal, was ist denn dann mit den Algen? Inwieweit sind die oder haben die einen eigenen Stoff, um sich da noch vor zu schützen? Sind die noch relativ unbetroffen? Also du musst schon genau gucken, wer dein Lieferant ist und oder halt, dass du irgendwann selbst anbaut. Also ich meine Mikroalgen, das ist diese kleinen, die du in Becken, das ist mit den Großalgen, ist in Deutschland auch nicht wirklich, aber es kommt. Und man muss schon gucken, du analysierst halt auf gewisse Giftstoffe und guckst dann halt. Also ich nehme Algen aus dem Meer, ich vertrage die auch super, weil wir können das Meerwasser nicht nachmachen, das ist einfach so. Und wie ich ja eben auch schon gesagt habe, das, was ich vorher der Pflanze gebe oder der Alge, das ist auch das Endprodukt. Also es ist einfach so, dass die viel reichhaltiger sind, wenn sie im Meer gewachsen sind. Aber es ist auf jeden Fall wahr, also man muss ja schon gewisse Sachen berücksichtigen, wie halt gewisse Giftstoffe und es wird immer mehr, das stimmt, aber es gibt noch gute Sachen. Ne? Und ja, langfristig wird es wahrscheinlich in Aquakultur übergehen, denke ich, wenn wir jetzt nicht langsam mal umschwenken. Bei Tieren ist halt die Sache, dass das machen wir Menschen übrigens auch. Die meisten Gifte sind fettliebend, das heißt, das wird in Fett eingepackt und an Seite gepackt, nur so irgendwo. Und das ist beim Fischen natürlich auch. Und dementsprechend nimmst du das erhöht konzentriert noch sowieso, weil es im Fisch eingespeichert wird im Fett. Und dann haben wir noch das Mikroplastik. Es gibt gewisse Stoffe, Giftstoffe, die mit diesem Mikroplastik oder Plastik, ist ja ein Riesenproblem, quasi eine Art Liebesbeziehung haben. Die ziehen sich magisch an, der Fisch ist das Plastik und dann hast du noch mehr. Also es ist noch viel mehr. Die Frage lässt sich natürlich stellen, was ist mit den Algen? Algen filtern das Wasser, reinigen das Meer und so weiter. Also wir müssen gesund, also im Grunde geht es darum, dass wir unser Bewusstsein schärfen für die Zusammenhänge, dass wir letztendlich abhängig sind von unserer Umwelt, weil wir eingebunden sind in ein System, ja, in ein lebendiges System. Und dein Buch heißt ja, was Algen, unser Gehirn und Wale miteinander oder was sie gemeinsam haben. Genau. Ja? Kannst du uns kurz erklären, weil das klingt erstmal so völlig verwirrend, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut, da die Wale noch mit reinzubringen, weil die ja eine wichtige Rolle spielen offensichtlich. Genau, also was das habe ich auch zum Beispiel über das Internet herausgefunden. Da gab es so ein nettes Video, wo die Wissenschaftler jetzt ihre Wissen quasi anders rüberbringen, weil das einfach wichtig ist, dass das an alle Menschen wirklich verständlich auch ankommt. Und dann ging es darum, mit diesem Nährstoffzyklus. Also es gibt ja diesen Nährstoffzyklus. Ne? Das ist ja diese Nahrungskette und der Nährstoffzyklus, die Substanzen, die wir brauchen als Mensch oder als Lebewesen überhaupt leben zu können, kommen letztendlich aus der Tiefsee. Und bei den Walen ist es so, dass... Kannst du uns kurz erklären, wie das funktioniert? Also du kannst dir vorstellen, zum Beispiel jetzt, also diese gewissen Elemente, die wir brauchen, ich habe das, wie gesagt, im Buch noch etwas genauer erklärt, diese Elemente, die wir brauchen, die sind durch zum Beispiel Gesteinsverwitterung, dann hast du Staub und man hat immer gedacht, das ist eher passiv. Ne? Mhm. Und vieles ist dann halt auch unten im Meer, Tiefsee und dann kommt da halt so ein Wal. Ist natürlich je nach Art groß, macht mechanisch was, also also man kann sich vorstellen, die durchwalzen quasi so die Wassermassen, diese verschiedenen Schichten und bringen dann natürlich auch anderes mit hoch. Sie wirbeln auf und was sie auch machen, ist, sie fressen halt auch in der Tiefsee zum Beispiel, so wenn du jetzt so einen Pottwal hast, der dann da sich einen riesen Kraken greift und dann schwimmen. Also manche Arten sind halt so, haben die Angewohnheit, dass die in der photischen Zone, also die photische Zone ist das, wo das Licht noch durchkommt, das Sonnenlicht, und wo die anderen Lebewesen Photosynthese betreiben können für die Sauerstoffproduktion. Und das ist quasi die der Grundbaustein, einer der Grundbausteine der Nahrungskette. Das fängt halt sehr klein an. Ne? Erstmal die ganzen kleinen Bausteine und dann immer größer. Und die Wale, die die machen sogenannte Punamis, das sind riesige Mengen Kot, die sie
ausscheiden in eher nährstoffarmen Regionen auch und so halt diese Nährstoffe verteilen und die oben hinbringen. Dann wird halt das Kleinstlebewesenwachstum angeregt, wo dann wieder andere Tiere von leben. Und dann kommt die Möwe und frisst dann den Fisch und dann geht die Möwe an Land und wird von einem Wanderntier gefressen. Und so geht das eigentlich letztendlich weiter. Bis es zu uns kommt letztendlich und durch die Nahrung bei uns landet sozusagen. Es herrschte quasi eine Art richtig ausklügeltes Recycling-System auf diesem Planeten vom Meer bis ans Land und wieder zurück. Und unterbrochen wurde, weil die Wale doch so eine richtige Rolle, und andere Großtiere natürlich auch, ne, weil die natürlich auch ganz andere Mengen verteilen, andere Strecken auch zurücklegen. Das ist ja alles jetzt ja beschränkt. Wir haben zwar tierisch gesehen mehr Biomasse durch die ganze Massentierhaltung, aber eingepfercht auf geringe Plätze und natürlich nur Kuh oder Huhn. Oder? Und in dem Moment passiert nicht mehr die Durchmischung, richtig? Richtig, die Verteilung liegt offensichtlich ungefähr nur noch bei 6% vom Nährstoffzyklus, dass diese Verteilung einfach gegeben ist. Ich meine, wir düngen ja selber mit Gülle unsere Felder und haben da dann wieder Überdüngung von einzelnen Komponenten. Aber was ist mit dem großflächigen Nachlieferung von all diesen anderen Substanzen, die wir einfach brauchen? Wir verstehen ja jetzt immer erst, wie ausgeklügelt das alles ist. Ne? Und wie empfindlich auch letztendlich. Ne? Wie leicht störbar. Und mir ist einfach wichtig, dass Menschen einfach verstehen. Und in der Natur können wir doch gar nicht sein. Wo kriegen wir unser Essen jetzt einfach mal ganz salopp gesagt her? Und was ist, wenn wir leere Nahrung kriegen? Irgendwann wachsen die Pflanzen halt auch nicht mehr. Also da muss ein Bewusstseinswandel her. Und der Fisch ist zwar auch giftig für uns, aber wir können es uns nicht mehr leisten, Fisch zu essen. Ganz einfach, Punkt. Das heißt, du appellierst letztendlich an den Verbraucher oder den Endverbraucher, dass er bewusster in seinem Konsum mit seinem Konsum umgeht, von Nahrungsmitteln, Kleidung vielleicht, also alles, was da mit reinspielt. Aber was können wir denn als erstes tun oder was empfiehlst du uns, um überhaupt erstmal für unsere Gesundheit was zu tun, damit wir überhaupt erstmal erhalten bleiben und gesund bleiben, um sowas überhaupt zu tun, ja, um aktiv zu werden? Entgiften. Also es gibt ja verschiedene Sachen, also man findet alles im Internet. Also erstmal ist es wichtig, wirklich Eigenverantwortung zu übernehmen und sein Gehirn nicht an eine Rezeption abzugeben. Ich weiß, Ärzte hassen nichts mehr als den mündigen Patienten, viele. Aber es ist wichtig zu gucken, was für mich jetzt wirklich sein kann. Und dann wirklich regelmäßig zu entgiften. Manche machen ja wohl ein, zweimal im Jahr eine Entgiftungskur. Ich würde sagen, mittlerweile, es reicht nicht mehr. Man muss wirklich täglich. Weil über den Darm oder also alle verschiedenen, Hauptsache entgiften letztendlich. Hauptsache und probier dich aus. Also gibt es da irgendwas, auf was wir achten müssen? Es gibt ja bestimmt auch viele Präparate, wo dann da steht, das ist super schonend und dann haut es einen um. Also mittlerweile wissen wir doch gar nicht mehr. Also wenn ich zum Beispiel als Endverbraucher überall Pillen und Kapseln finde und letztendlich gar nicht wirklich einsehen kann, was das mit mir macht und wenn ich hinten drauf schaue, gar nicht verstehe, was da drauf steht. Richtig. Das ist ja als... Ich meine, ich bin vom Fach und richtig. Als ich in die Welt reinkam, dachte ich, mein Gott, woher weiß ich denn jetzt, was gut ist und was nicht? Weil es gibt auch eine Menge Schrott da draus, das muss man richtig. So sagen. Ne? Also es gibt eine Menge schon, wo ich denke, das kannst du doch keinem Menschen anlegen. Also was ich für mich immer sage, ist so natürlich wie möglich. Wirklich so natürlich wie möglich. Also es gibt auch Gewürze oder also wirklich, dass dieses Komplexe ist und nicht immer diese einzelnen, isolierten Substanzen daraus. Okay. Also das ist das, was ich, weil die Natur weiß, was sie tut. Die Natur hat uns auch alles dargelegt und ich bin auch absolut überzeugt davon, dass für jede Krankheit auf dieser Welt irgendwo ein Kraut an Land oder im Wasser gewachsen weil ist. Weil im Grunde die Natur alles bietet. Sie hat alles, weil du musst ja auch mal so sehen, ich meine, unser Gesundheitssystem ist am Wachsen ohne Ende. Wir sind so krank wie nie zuvor. Woran liegt das denn? Wir haben jeglichen Kontakt zur Natur verloren. Und wir müssen einfach verstehen, das fand ich auch immer noch so schön, diese Studien, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Bäume strömen Substanzen aus, das sind ätherische Öle, die bei uns die Antistresshormone beziehungsweise Stresshormone runterregulieren und die Antikrebshormone hochregulieren. Und das heißt, ein Spaziergang im Wald, richtig, viel Natur ist für uns eigentlich, ist nicht eigentlich, sondern es ist richtig, elementar. Tief einatmen, richtig. Die Luft und Stunden und je tiefer die im Wald und je urtümlicher der Wald deswegen war, desto besser. Deswegen bin ich so besser. Gerne im Wald. Ja, ich auch. Weil ich fühle das einfach auch. Richtig. Das merkt und, man, ne? Ja, und das halt so. Und dieses, wir stehen ja auch permanent unter Stress. Also
guckt man noch Nachrichten? Also ich gucke keine mehr, schon lange nicht mehr. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Weil aber du guckst Welt im Wandel. Natürlich, ich informiere mich im Internet. Ich mache dieses selektive Brainwashing, sag ich mal. Also im Grunde gehst du bewusst an die Sache ran, mit was fülle ich mich und was ist Müll und was kann ich für mich belassen. In jeglicher Art und Weise, weil dieser Stress, du musst dir vorstellen, Dr. Bernie Siegel, total interessante Studie, hat herausgefunden, dass nach der Krebsdiagnose die Menschen, also der Patient, das Immunsystem um 90% eingebrochen ist. Und da musst du dir mal vorstellen, was Hoffnungslosigkeit macht. Und das noch gepaart mit der Angst. Und wir unterschätzen massiv die Auswirkungen davon. Unser Gehirn ist schon ein bisschen komisch. Von Tieren unterscheidet unser menschliches Gehirn, dass wir Horrorszenarien sondergleichen in unserem Gehirn ausdenken können. Und dann machen wir auch jedes Mal die chemische Reaktion im Körper durch. Ob das da ist oder nicht. Unser Gehirn kann das nicht unterscheiden. Das kann es einfach nicht. Es ist eine gelebte Erfahrung. Es ist eine gelebte Erfahrung mit aller Negativität oder aller Positivität. Muss uns einfach klar sein. Und das ist aber natürlich erstmal schwer zu verdauen. Ich weiß noch, wie es mir da damals beging. Ja, ist klar. Ne? So. Und aber diese Auswirkungen sind ganz, ganz wichtig. Trotzdem bringt es nichts, positiv denken, neben einer Atombombe zu sitzen. Das wird mir auch nicht weiterhelfen. Aber dieses komplexe Gemisch, dass ich auf mich achte, Nährstoffmangel gehört auch zum Stress. Es gibt letztendlich drei grobe Grundarten physischer. Ne? Das ist Nährstoffmangel und Überanstrengung zum Beispiel und mentaler und psychischer Stress. Also letztendlich ist so Krankheitsbilder oder wie sagen wir jetzt so Erschöpfungszustände, ja, wie Burnout und Depressionen auch, hängen die alle damit zusammen. Das heißt, die könnten wir da im Keim eigentlich schon. Kann auch ein Nährstoffmangel sein. Also gerade wenn im Gehirn, also was mir aufgefallen ist, dass unheimlich viele Gifte da sind, die aufs Gehirn gehen. Also unheimlich viel. Wenn Kinder in der Schule nicht sich so richtig konzentrieren können zum Beispiel und wirklich mental Schwierigkeiten haben zu folgen oder sich oder zu rechnen, könnte man da auch bei Kindern schon sagen, also ich glaube, dass man da was tun kann? Also das eine ist das Schulsystem, da muss man gucken. Richtig. Das ist das eine. Aber es kann auch häufig einfach sein, dass da irgendeine Mangelerscheinung ist und irgendwas nicht richtig sich ausbilden kann. Das ist ja nun mal so. Wenn die wichtigen Bausteine fehlen, kann das Gehirn sich auch nicht bilden. Woraus denn? Ne? Also ich fand das ganz interessant. Ein befreundeter Professor, war das Äthiopien? Ist natürlich ein armes Land, kaum Nahrung da. Wenn schlechte Qualität und aufgrund der schlechten Qualität ist ein Mangel einer Fettsäure DHA, die ja auch in vielen Algen ist. Und deswegen wir hauptsächlich ja Fisch essen. Und die haben, ich glaube, ein Durchschnitts-IQ von ungefähr 60 oder 70, wo wir in Deutschland schon, da bist du schon an eine Ecke gestellt, sag ich mal. Und das liegt daran, dass der Mangel da ist. Was die halt machen, ist, dass die Eier produzieren, wo diese Substanz wie drin ist. Bei uns ist das jetzt noch nicht so schlimm. Frage ich, was provokativ ist jetzt. Inwieweit ist es denn auch gewollt, dass wir im Mangel sind? Ich glaube, das ist gewollt. Weil letztendlich, solange wir im Mangel sind, funktionieren wir nicht richtig, kommen nicht in unsere Kraft, werden wieder krank. Ja. Ja, also im Grunde sind wir gar nicht, wir haben eigentlich gar keine Chance als Mensch im Gesamtsystem gesund zu werden, wenn wir jetzt nicht bewusst werden. Was ich so toll finde an dir, da bin ich jetzt auch so voll berührt, weil du bist zwar Wissenschaftlerin, aber du deckst auch irgendwie, du guckst über den Tellerrand hinaus und das ist eben auch so das Wichtige, um die Zusammenhänge auch zu begreifen. Und du hast noch abschließend, du hattest in deinem Buch, ich habe ja schon mal da reingeblättert, geschrieben, dass die Frauen eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, also. Wie hast du das gemeint? Also, ich meine, ich weiß, was es bedeutet, als Frau unterwegs zu sein. Ich bin häufig auch nur noch die einzige Frau in gewissen Kreisen gewesen. Je weiter du in der Hierarchie einfach hochsteigst, das ist so. In der Wissenschaft. Ja, in der Wissenschaft hauptsächlich, genau. Ne? Die meisten, immer noch. Ja, nach wie vor. Also, wenn du dann Kinder, wenn die nachher Doktorarbeit zum Beispiel ihre Kinder bekommen, ich habe jetzt das relativ früh abgehakt gehabt, aber. Du bist raus, du hast dann keine genug Publikationen, daran wird halt immer gemessen, wie Veröffentlichungen und in wissenschaftlichen Journals hast und so Kram. Das ist eine andere Sache. Was mir wichtig war, ist, dass gerade in der
politischen Aktivismus zum Beispiel. Das heißt ja auch immer, wir Frauen machen nicht genug, wir halten uns immer überall raus. Und es ist schon mir aufgefallen, dass eigentlich hauptsächlich Männer in dieser Richtung unterwegs sind. Und du meinst in die Richtung, für was einzustreten und nach vorne rauszugehen? Richtig, aus etwas auch einzufordern oder aufmerksam zu machen oder einfach zu gucken. Und es ist einfach wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir uns nicht mehr so im Hinterhalt im Schutz des Hinten, ich möchte jetzt nicht dies oder das, dass wir verstehen. Und die Verantwortung nicht abgeben an den Mann. Richtig, genau, weil das ist ja schon noch in vielen Frauen drin. Ne? Ich meine, wir wachsen auch einfach anders auf. Das ist eine lange Geschichte, da könnten wir noch 30 Sendungen drüber sprechen. Aber ja mal eine Frage, aber das ne? Aber, Fortsetzung folgt. Ja, 2.0, 3.0 und so. Und wir kümmern uns um die Gesundheit hauptsächlich. Das ist ja, wir achten auf unsere Kinder, dass die Familie gesund ist. Das ist ja so typische Frauenrolle. Nach wie vor, also häufig. Und ich möchte nicht pauschalisieren. Wenn die Frauen nicht informiert sind, solange ich nicht informiert bin, lasse ich meinen Jungen eben auch Fisch und Burger und was der Geier alles essen. Ne? Und wir müssen halt wirklich, also was ich mir wirklich wünsche, wir haben so viele tolle Frauen und die stellen ihr Licht noch sowas von unter den Scheffel und das muss einfach aufhören. Wir haben die Zeit auch einfach nicht mehr. Also ich muss das einfach mal so sagen. Ich meine, Naturschutz, Gesundheit, das sind ja eigentlich auch sehr starke Frauenthemen. Nicht nur, aber halt auch sehr, wo sich viele drinnen wiederfinden. Und wir müssen wirklich verstehen, dass Kopf in den Sand stecken nichts bringt, sondern wir uns aktiv für diese Umwelt einsetzen müssen. Weil Umweltschutz ist aktive Gesundheitsfürsorge. Das muss uns klar sein, dass wenn wir die Umwelt schützen, wir auch gleichzeitig uns und unsere Kinder und vor allen Dingen auch die nachfolgenden Generationen. Ne? Also wir haben jetzt ja auch wieder nette, ich halte dann immer meine Vorträge, erst keinen Fisch, ihr erst den Fisch, was ist denn mit den Kindern danach? Es sieht nur noch aus wie Fisch. Ja, mal abgesehen davon, mir schwebt immer das heißt ja immer, die Meere sind erst 2048 leer, wenn wir so weitermachen. Und dann habe ich gesagt, wer sagt das? Also die Statistik, wie haben sie die denn errechnet? Ich könnte das jetzt nochmal nachgucken, aber warum auch? Das kannst du gar nicht kalkulieren, das wird viel, viel früher passieren. Mhm. Weil diese ganzen Umweltkatastrophen, die auf uns noch zukommen, wenn wir jetzt nicht endlich mal das Ruder rumreißen, wird das noch viel, viel, viel mehr den Garaus machen. Und du musst dir vorstellen, was wären wir ohne unser Blut? Das Meer ist das Gleiche für die Erde wie das Blut für uns. Und das muss uns klar werden, dass wir absolut abhängig von der Natur, absolut. Es gibt keine Möglichkeit, gibt es nicht. Mit dem Untergang der Natur ist auch unser Untergang. Die Natur erholt sich später, wir aber dann erst nicht. Und wenn man jetzt auch guckt, Insekten gibt es fast nicht mehr. Also dieser Sommer war extrem. Guck mal auf deine Windschutzscheibe vom Auto, da klebt doch nichts mehr. Das habe ich bei meinem Opa im Garten gemerkt. Da saß ich draußen auf der Hollywood-Schaukel und dachte, du Opa, da ist kein ja, da, ich höre nichts mehr. Es ist Totenstille gewesen. Und früher gab es da Käfer und irgendwelche Bienen und so. Das war für mich sehr, sehr neu. Das ist mir bewusst geworden in diesem Sommer. Mhm. Und dass wir das auch verstehen und dass wir mitmachen, wie auch immer wir mitmachen wollen. Und nicht in irgendwelche Schemen pressen lassen, sondern einfach machen, was wir für richtig halten. Auch wir als Frauen, dass wir aktiv mitmachen, weil es muss jeder mitmachen. Und unser Konsum ist sowieso das Größte. Dass wir wirklich bewusst konsumieren, was kaufe ich? Wem unterstütze ich da gerade mit meinem Geld und was tue ich in meinem Körper im Gegensatz? Das hat mit Selbstliebe zu tun. Also solange ich mir selbst das nicht wert bin oder ein gesundes Leben wert bin und dafür alles tue, kann ich doch eigentlich auch gar nicht dementsprechend mit Tieren umgehen oder mit der Natur. Wir sprechen ja hier etwas an, das ist das Weibliche in uns. Wir reden von Nähren, Nährstoffen. Es hat eben auch damit zu tun, unsere Verantwortung, ja, ja, es ist Zeit, wir uns ins Rampenlicht zu gehen. Ich sitz jetzt das auch weibliche hier, ne? Prinzip in uns allen, Männern wie Frauen. Ich habe mir halt so immer gedacht, es ist ja mal, ich weiß nicht, so ein Spruch ist dieses, jemand muss doch mal was tun. Jemand muss doch was tun. Ich warte seit 10 Jahren, dass jemand das sagt, was ich eigentlich zu sagen habe. Und bis du gemerkt hast, dass du es bist. Bis ich gemerkt habe, okay, ich muss wohl doch vor die Kamera. Also so, ne? Und wie fühlt sich's an? Ist okay. Ist okay. Ja. Da freue ich mich doch. Heidi, ich immer wenn ich den Namen Heidi höre, denke ich an die Natur oder die Alm oder den tollen Großvater. Aber jetzt triff dich ab. Ich danke dir, dass du mein Herz geöffnet hast für dieses Thema und ich hoffe auch die Herzen der Zuschauer. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön. Ja, und liebe Zuschauer, wir sehen uns in Kürze wieder. Ich danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.